und unverändert alles dicht beieinander zu Beginn der Schlussrunde. Jack Baldwin, Sebio Durville, Powerful Pass an der Innenseite, so wird die Gegenseite letztmalig angesteuert. Jack Baldwin bestimmt im Moment weiterhin das Geschehen mit einer Länge vor Eusebio Durville. Ganz eng dabei, Powerful Pass an der Innenseite ist im Moment etwas eingeklemmt, aber da haben wir noch 500 Meter Zeit. 20:06, die zweite Zwischenzeit. 16:0, die dritte Zwischenzeit. Das Tempo hat sich also deutlich verschärft und Jack Baldwin marschiert. Ganz an der Außenseite in dritter, vierter Spur. Paavo Nurmi auf dem Vormarsch. Die Trotto.de Zielgerade wird erreicht. Eusebio Durville im Galopp und Jack Baldwin in Front kann sich lesen. Macht! Na! Jack Baldwin, dann Powerful PS, dann No Time to Play, dahinter Paavo Nurmi. Meine Damen und Herren, die vorläufige Platzierung, Sieger ist die 2 Jack Baldwin, Zweiter die 1 Powerful PS, Dritter die 6 No Time to Play, 2:1:6, Vierter die 7 vorläufig. Noch 50 Meter bis zur Startmarke und der Start ist ab. Alle 6 kommen glatt in die Partie. Am besten Jack Baldwin übernimmt erst einmal das Kommando. Powerful PS ist sofort dabei. Ebenso No Time to Play. Paavo Nurmi mit der roten Laterne unterwegs. In der Mitte des Hans-Brocker-Bogens haben sich alle einsortiert, sind im Moment mit den Positionen zufrieden, angeführt von Jack Baldwin. Powerful PS, No Time to Play, Bionic Man, Eusebio Durville, Paavo Nurmi. Relativ ruhiges Tempo vorgelegt von Jack Baldwin. Und Jack Baldwin führt die Teilnehmer auch in den Autobahnbogen. In zweiter Spur verbessert sich jetzt Eusebio Durville, übernimmt die dritte Position, 19:1, die erste Zwischenzeit. Jack Baldwin in der Pole Position bestimmt die Pace und in kompakter Formation geht es jetzt auch in die Tribünen gerade. Eusebio Durville in zweiter Position, Powerful PS hat bisher nur die Innenseite gesehen. Dann Paavo Nurmi das Schlusslicht bei Bionic Man mit No Time to Play. Und unverändert alles dicht beieinander zu Beginn der Schlussrunde. Jack Baldwin, Eusebio Durville, Powerful Pass an der Innenseite, so wird die Gegenseite letztmalig angesteuert. Jack Baldwin bestimmt im Moment weiterhin das Geschehen mit einer Länge vor Eusebio Durville. Ganz eng dabei, Powerful Pass an der Innenseite ist im Moment etwas eingeklemmt, aber da haben wir noch 500 Meter Zeit. 20:06, die zweite Zwischenzeit.
16:0. Die dritte Zwischenzeit. Das Tempo hat sich also deutlich verschärft und Jack Baldwin marschiert. Ganz an der Außenseite in dritter, vierter Spur. Paavo Nurmi auf dem Vormarsch. Die Trotto.de Zielgerade wird erreicht. Eusebio Duvill im Galopp und Jack Baldwin in Front kann sich lesen. Macht. Na. Jack Baldwin, dann Powerful PS, dann No Time to Play. Dahinter Paavo Nurmi.